Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SnowRunner. Jawohl, ich bin wieder am Start und etwas angenervt. Ja. Ja, warum bin ich angenervt? Weil es eine Schneemap ist? Nee. Ja, einmal wollte ich, oder beziehungsweise habe ich eine Folge gemacht und beziehungsweise habe das Spiel gestartet und dann sagte er mir, Mod, bla bla bla, nicht. Vorhanden oder verfügbar oder wie auch immer. Dann ist mir aufgefallen, dass hier der Kenny Truck, Kenny C500, die Mod komplett deinstalliert war. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Sprich, musste ich neu installieren. Also ich musste mir den Truck auch nochmal neu kaufen und alles und hin und her. Und hast du nicht gesehen, also Truck Nummer 110.000, ne, Grundausstattung. Reifen hatte ich glücklicherweise noch, aber der ganzen anderen Kram wie Motor und so musste ich ja nochmal alles neu kaufen. Ole ole. Sprich, wir haben wieder weniger Geld. Juhu, vielen Dank für nichts. Ja, dann habe ich die Folge gemacht, habe den Auftrag abgeschlossen hier mit dieser Brücke. Genau, den hier. Da bin ich hingegangen, habe dann die Ersatzteile hier hingefahren. Beziehungsweise musste ja dann erstmal hier rüber. Dann habe ich die Ersatzteile hier hingefahren, habe die Brücke fertig gemacht. Dann habe ich den Auftrag, so wie er mir das mal empfohlen hat, hier, wie hieß das? Lagerhausprobleme fertig gemacht, habe den Anhänger abgeholt, bin dann hier durch den Schnee getalbt und hier dann lang gefahren. Juhu, ole ole. Hab das Ganze hier hin, hab dann diese 10 Stahlträger bekommen. Yes, sehr schön. Und ja, stehe jetzt hier und ja, die Folge ist weg. Ich habe keine Ahnung wohin. Es ist nichts gespeichert, gar nichts, obwohl ich gespeichert habe. Sie ist nicht mehr vorhanden. Ja. So, das ist der Stand der Dinge. Deswegen bin ich ein bisschen angenervt. Hab jetzt einen Tag Pause gemacht und hab mir gedacht, nö, gar keine Lust. Aber, ne, jetzt haben wir hier, ne, warte mal, Frachtkult wollte ich nicht machen. Und zwar wollte ich dann jetzt als nächstes, was ist das hier oben? Brücke zur, was steht da? Sägemühle? Ja. Brücke zur Sägemühle, den Auftrag machen, weil da müssen wir auch nochmal 2 Stahlträger und 2 Ersatzteile hinliefern. Den machen wir jetzt. Ist hier direkt um die Ecke, ne? Juhu! Ja, also das ist echt nervig, keine Ahnung, was da passiert ist. Also einmal, dass die Mod von dem Kenny Truck hier komplett deinstalliert war, keine Ahnung warum. Das hat mich schon mal richtig angenervt und ja, als nächstes, dass die Aufnahme komplett futsch war. Sie war einfach weg. Naja, ist egal. Ist jetzt so, wie es ist. Und wir fahren jetzt hier weiter. Frank, vielen Dank auch nochmal für deine Truckliste. Boah, was sind hier für Grafikfehler? Alter Schwede. Ich habe mir die mal so kurz durchgelesen, aber ich habe da noch nicht nach den Trucks gesucht oder geguckt. Habe ich noch keine Zeit für gehabt. Da muss ich jetzt mal gucken. Das werde ich dann jetzt in den nächsten Tagen mal machen. Also sprich, ja, ich versuche jetzt heute hier nochmal 2, 3 Folgen am Stück wegzupumpen. Also sprich, ich würde mich dann darum kümmern oder wäre dann soweit dann ab der dritten oder vierten Folge nach dieser hier. Oder vielmehr in der übernächsten oder überübernächsten Folge, so, sagen wir es mal so. Da werde ich dann wahrscheinlich dann mal am Start sein mit den Trucks. Aber gut, wir schauen mal, mit dem Kenny kommen wir hier eigentlich ganz gut klar, bis auf diese blöden, verkackten Bäume, aber da hattest du mir auch nochmal was zugeschrieben. Von daher, alles gut. So, zack, Stahlträger sind geliefert. Jawohl, so, und dann können wir nämlich hier direkt auch die Ersatzteile abliefern. Jihi! Naja, wenigstens etwas, was hier funktioniert hat. Ole, ole. Naja, ob das jetzt hier wirklich funktioniert hat, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir haben eine neue Brücke gebaut. Ausgezeichnet. Hier ist eine kleine Belohnung für deine Mühe. Und es ist jetzt viel einfacher zur Sägewanne zu kommen. Jo. Vielen Dank. Na, 7.900. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Vor allem, wenn ich hier nochmal 110.000 bezahlen muss. Naja, egal. So, okay, alles klar. Jetzt haben wir noch eine Brücke irgendwo. Warte mal, wo war die? Ne, die ist das, glaube ich, hier, ne? Ja, genau. Brücke zur Insel.
Brücke in die Stadt. Ne, warte mal, Brücke zur Insel. Ne, warte mal, irgendeine Brückenaufgabe hatte ich hier noch. Doch, Brücke zur Insel. So, da müssen wir hinbringen auch nochmal einen Stahlträger. Das wäre dann zur Insel und dann müssen wir da nochmal hin. Sprich, wir bräuchten drei Stahlträger, so wie es aussieht, ne? Wir kommen aber da nicht rüber, wenn wir einen Stahlträger. Ja, müssen wir hin und her fahren. Gut, ist egal. Das heißt, wir fahren hier mal zurück. Also ich habe ja, wie gesagt, den Auftrag da, Lagerungsprobleme gemacht, sodass ich da erstmal die Stahlträger bekommen habe. Ich würde sagen, die nutzen wir jetzt erstmal. Danke auch an dich, Frank, dass du mir schon gesagt hast, dass ich bei der zweiten Map hier so richtig abkotzen werde. Ist ja nicht so, als würde ich hier bei der Map schon eine Krise kriegen, aber hey. Alter, was sind das hier für Grafikfehler? Was ist hier los? Ja, richtig übel, ey. Das war aber gestern auch noch nicht. Also, wie ich die andere Folge gemacht habe, die nicht existierten. Na egal, so, pass auf. Jetzt machen wir hier mal, da, zack, Stahlträger. Ja, gut, okay, da müssen wir ja die Ersatzteile mitnehmen. Wieso gibt es hier keine Ersatzteile? Ne, warte mal, wo ist hier eine Ersatzteile? Die Ersatzteile geholt gehabt. Moment. Zack. Wo hatte ich die denn geholt? Oder gibt es hier keine mehr? Warte mal. Ne, warte mal, was sind alles Objekte hier? Gebäude, Lagerhaus. Ersatzteile. Hier sollte es doch eigentlich Ersatzteile geben. Ah, warte mal, oder muss. Moment. Na, hier auch nicht, ne? Hä? Die hätte ich doch hier geholt. Oder gab es hier nur vier Stück oder sowas? Wie viel habe ich denn jetzt verbraucht? Doch vier, ne? Moment, das muss ich nochmal abchecken. Jetzt irgendwas vercheckt. Wir schauen noch mal eben. Zack, fragt er die Verwaltung. Verbrauchsgüter, Holzplanken, Stahlträger. Ja, schön. Oh. Das ist schon mal schlecht, ne? Egal. Dann machen wir das so. Nehmen wir mal zweimal Stahlträger mit. Also, wo muss ich lang? Dann lasse ich den Anhänger einfach da hinten stehen. Dann passt das schon irgendwie. Ist nur die Frage, hier kann man noch nicht durch, ne? Das heißt, wir müssen. Wo bin ich? Da, hier rüber. Jetzt fahren wir hier. Ah, ne, warte mal, hier. Doch, hier komme ich rüber. Komme ich da rüber? Ja, da komme ich rüber. Zack. So, dann hier lang. Dann. Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Wenn wir hier rauffahren. Zack, zack, zack. So, und dann bringen wir die dahin und zur Not lassen wir den Anhänger dann da stehen. Ah, ne, halt. Für die Brücke. Ja, klingt erstmal nach Plan, würde ich sagen. Ob der Plan gut ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber es klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Ist ja schon mal wenigstens etwas, ne? Solange es nach einem Plan klingt, ist ja schon mal gut. So, dann fahren wir mal dahin, gucken uns das Ganze mal an. Aber verdammt, wo kriege ich denn jetzt restlichen Ersatzteile her? Irgendwo hatte ich noch einen Anhänger hingestellt. Weil das war ja auch der Witz. Der Anhänger, den ich hier dran hatte, wie ich die letzte Folge beendet habe, der stand ja immer noch da. Nur der Kenny Truck war nicht mehr da. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, war da jetzt ein Update? Also habe ich vor oder nach dem Update noch gezockt? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Weil könnte das eventuell an einem Update gelegen haben oder sowas. Aber das hatten wir ja noch nie. Das war echt, da war ich echt ein bisschen angenervt, wo ich mir gedacht habe, na toll, jetzt kannst du nochmal Geld ausgeben. War nicht so geil.
Aber gut, was willst du machen? Ist jetzt passiert. Ich habe den Truck jetzt neu gekauft. Und gut ist. Ist halt nur wieder einiges an Kohle, die dann wieder krachen gegangen ist, ne? Für nichts und wieder nichts. Leider. Naja, egal. Ist halt nicht zu ändern. So, einmal Stahlträger hätten wir jetzt. Ich hoffe mal, ja, vielleicht brauchen wir auch gar keine. Wobei Ersatzteile oder sowas brauchen wir eigentlich ja immer, ne? Bei so Brücken. Oder irgendwie sowas. Ich bezweifle, dass ich jetzt mit den Stahlträgern da mit der Brücke fertig bin, ne? Uiuiui. Uiuiui. Das wird aber auch eine anders geile Zerrerei hier wieder. Und der Anhänger von dem Auftrag Lagerhausprobleme, der war eigentlich recht easy da rumzueiern. Ne? Das war wieder dieser dieser Anhänger mit dieser Deichsel dran, dieser ja, Doppelanhänger, also der vorne und hinten zwei Achsen hat. Oh. Oh, das sieht nicht so gut aus. Na, kommt sie. Jawohl, sehr gut. Und ja, der Anhänger, der ging echt entspannt. Der ließ sich da komplett entspannt durch die Gegend ziehen. Das war echt easy. Da war ich schon ganz froh. Also mal abgesehen davon, dass ich genervt war, dass der Kenny weg war, lief die Folge echt richtig geil. Es hat echt super funktioniert alles. Ja, und dann ist er weg. Boah, das war hier ein Mock, du, ey. Mit meinen Füßen. Boah, war richtig Arbeit hier, ey. Na komm, zieh. Ich weiß, du schaffst das. Gibt's für den Truck eigentlich noch geilere Reifen hier für das Gelände? Eigentlich nicht, ne? Also von den Werten her sind die ja eh alle auf Excellent. Aber so wirklich was Besseres gibt's ja nicht, ne? Ist nur Optik hier so, ne? Boah, ist das ein Krampf hier, ey. Komm, zieh. Alter Schwede, ey. Da war ein Weg hier. Aber wir haben es geschafft, juhu. Naja gut, wir haben auch ein bisschen Gewicht hinten dran, ne? Was muss eigentlich hier noch hin? Wahrscheinlich, habe ich den Auftrag hier überhaupt schon getriggert? Warte mal, lass uns mal kurz gucken hier. Aufgabe, also was muss hier hin? Ja, das müssen wir halt nicht, ne? Erdschrott auf der Schnellstraße. Gut, müssen wir uns mal anschauen. Können wir ja eventuell nachher mal eben schnell machen. Zumindest mal gucken, was da so zu erledigen gibt. Also ich würde schon gerne irgendwie hier die Straßen mal freikriegen zuerst. Damit ich hier mal ein bisschen entspannter fahren kann. Naja, wahrscheinlich fahre ich hier irgendwo entspannt, aber ihr wisst, was ich meine. Das hier hat auch übelst Potenzial, einem aus den Socken zu hauen, dass du dann also auf der Seite liegst, ne? Oh. Kaum ausgesprochen, schon hätte ich fast da gelegen, ja. Na moin, ja. So, okay, dann schauen wir jetzt mal. Wäre geil, wenn das jetzt hier mit den Stahlträgern erledigt wäre, die Nummer, ne? Aber das bezweifle ich hart. So, warte mal.
Brücke zur Insel. Neustadt, was? So, zack. Ja, wer hätte das gedacht? So, und jetzt Ersatzteile. Ja gut, okay, damit habe ich hier gerechnet, ne? Jetzt muss man nur mal schauen, wo kriegen wir die? Warte mal. Wo stelle ich jetzt den Anhänger am besten ab? Ich stelle jetzt einfach mal hier so ein bisschen an die Seite. Den lassen wir jetzt einfach mal hier stehen, weil den brauchen wir hier so oder so. War wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwie eine nervige Hin- und Herfahrerei, weil ich ihn wieder einsammeln muss. Aber gut, werden wir sehen. Wenn ich überhaupt wieder drunter komme. Wow, wow, wow. Langsam. Und dann bügeln wir einfach wieder zurück und holen uns den anderen Anhänger. Der müsste eigentlich... Moment, ich muss mal gucken, wo der steht. Brettchen auflieger. Was? Da haben wir auch noch einen, ne? Was ist das für ein Teil? Aber den suche ich nicht. Ich suche den hier. Ach, der steht in der Werkstatt. Da habe ich ihn hingestellt. Ja gut, okay, alles klar. Läuft. So, jetzt muss ich nur mal rausfinden, wo kriege ich die restlichen Ersatzteile her. So, Lagerhaus. Ja gut, okay, das hat sich ja erledigt. Warum kriege ich ja keine Ersatzteile? Ich verstehe es nicht. Anhänger Shop. Hier ist noch ein Lagerhaus. Stahlteile? Hä, warte mal. Ersatzteile? Hä? Und da gibt's Holzplanken für mal. Jetzt mal im Ernst, was habe ich da übersehen? Habe ich da irgendwas übersehen? Kann doch irgendwie nicht sein. Egal, wir fahren. Ey, warte mal. Kann ich eigentlich jetzt von hier aus zur Werkstatt einen anderen Weg fahren? Die Werkstatt ist hier, ne? Ja. Ja, gut, okay. Können wir hier lang fahren? So, einmal den entspannten Weg. Ja, machen wir auch. Das ist da lang. Nein, andersrum. Wir fahren einfach mal hier lang und schauen uns das Ganze an. Snacken wir uns mal den anderen Anhänger, der noch an der Werkstatt steht. Aber habe ich denn da jetzt irgendwas verplant mit den mit den Ersatzteilen? Das kann irgendwie nicht sein. Oh, oh. Oi, oi, oi. Also da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ne? So! Oh, Alter! Oh, gibt's direkt Soundbugs ohne Ende. Alter, das war knapp, ey. Das wär's jetzt gewesen, ey. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Warum konnte ich da keine Ersatzteile aufladen? Ich meine, die habe ich doch da die ganze Zeit geholt. Verstehe ich nicht. Oder sind die aufgebraucht? Aber es kann ja nicht sein, dass die aufgebraucht waren. Alles klar. Naja, wir schauen mal. Wir fahren nochmal dahin jetzt. Dann müssen wir uns die ganze Chose nochmal angucken, weil viermal Ersatzteile brauchen wir. Minimum noch. Ach verdammt, jetzt bin ich an dem einen Ding da mit dem Erdrutsch nicht vorbeigefahren. Ah, ist Idiot. Wobei, andererseits, das können wir uns auch so angucken. Warte mal, Erdrutsch, wie hieß das? Erdrutsch, wo ist das hier? Da. Erdrutsch. Was steht da?
Auf der Schnellstraße oder irgendwie sowas. Moment. Hier. Was müssen wir denn da ankarren? Wow, schon wieder Ersatzteile. Boah, wollen die mich verarschen? Ersatzteile sind auf der Map hier allgegenwärtig, oder was? Naja gut, dann müsste es ja eigentlich da welche geben, ne? Wir schauen jetzt mal. So, genau, hier hatte ich einen anderen Anhänger abgestellt, weil den hatte ich dann halt auch nochmal gekauft. Dann bin ich hier um die Ecke gefahren und dann stand der andere Anhänger da noch. Weil da stand ich auch mit dem Kenny. Zum Ende der letzten Folge. Mann, diese blöde Stange da, oder was ist das? Dieser Stahlträger, der hätte sich auch schenken können, ne? Oder ich hätte einfach den Anhänger besser platzieren können. Hätte Fahrradkette. Stopp. So, ran mit dem Ding. So, und jetzt Abfahrt. Warte mal, wo müssen wir hin? Halt, ich sehe nichts. Lagerhaus. Ja gut, wir müssen eh wieder hier lang, ne? Das ist eigentlich nicht Jacke wie Hose, ob ich jetzt da oder da lang fahre. Nee, wir fahren Straße, alles gut. So, und zum Ende der letzten Folge haben wir ja genau hier an den Bäumen Halt gemacht. Genau hier und genau hier stand der Anhänger. Und ursprünglich auch der Kenny. Der dann am Ende des Tages nicht mit war. Frage ich mich, wer den geklaut hat. Naja gut, egal. Die Brücke ist ja dann dennoch noch fertig geworden, ich habe am Ende des Tages noch gebaut habe. War halt mega, oh, mega ärgerlich, weil ich halt die Folge fertig hatte und ich eigentlich froh war, dass die Folge fertig war, weil, ne, Zeit und so. Ja, und dann ist sie weg. Nervig. Oh gut. Was willst du mal? Vielleicht sollte ich aufhören, hier im Wasser rumzukurven, ne? Soll besser sein. Muckelt man zumindest. Ja, komm, fahr. Also mit dem Truck komme ich hier so relativ gut klar, ne? Muss man sagen. Aber wie gesagt, Frank, deine Liste, die habe ich mir da abfotografiert. Da schaue ich dann mal jetzt in den nächsten Tagen drüber. Ich glaube, das waren ja nicht alles Mod-Trucks, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Da waren wohl auch ein paar dabei, die ja auch so im Spiel drin sind. Guck ich mal, Alter, diese Grafikfehler hier, ne? Die sind echt übel. Die sind richtig hart, ne? So, jetzt lass uns mal gucken hier. Ziegel, Holzbalken, Betonblöcke, Ersatzteile. Warum kann ich denn jetzt Ersatzteile wieder laden? Oder ging das. Ne, warte mal, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Warte mal, wie viel brauchen wir? 1, 2, 5, ne? Wenn ich das richtig sehe. 4 für die Brücken. 1 für diese Erdrutschgeschichte. Und was war das andere für die Erdrutschgeschichte?
Erdrutsch, Bodert. Nee, halt. Ach komm, gib mir mal die Aufgabe hier. Hier, Erdrutsch zur Schnellstraße. Holzplanken. Ah, verdammt, er fehlt einmal Holzplanken, ne? Echt? Ah, kann doch nicht wahr sein. Naja, gut, egal. Pech gehabt. Habe ich denn hier noch irgendwas, wo ich irgendwie auf schneller Basis dann noch irgendwas mitnehmen kann? Was wir dann hier irgendwie kombinieren könnten. Leider nicht, ne? Warte mal. Das ist das. Was ist das? Erdrutsch am Bruch. Haben wir das auch schon getriggert? Nee. Oh, da müssen wir auch nochmal hinfahren. Ja gut, komm, dann machen wir aber trotzdem einmal hier noch dann die Holz Planken. Nehmen wir die schon einmal mit, dann haben wir sie auch schon mal da. Das passt ja dann. Können wir da auch schon mal fertig machen, also na, fast fertig machen. Also alles gut. So, auf geht's, wieder zurück. Sparen wir uns, glaube ich, ein bisschen Weg, könnte das sein. Obwohl, ja, gut, na. Jein, würde ich sagen. Weil wir müssen die Anhänger ja auch wieder zurückbringen irgendwann. So, warte mal, muss ich denn jetzt... Ne, jetzt kann ich hier durchballern, ne? Ne, kann ich nicht. Warte mal, wie muss ich denn jetzt wieder fahren? Ja, muss ich wieder hier unten lang, ne? Naja gut, ist egal. Kriegen wir hin. Die Frage, wo bin ich hier runtergekommen? Fielen wir hier rauf? Hier, ne? Ja. Perfekt, fahren wir einfach mal hier wieder zurück. Ja, läuft, ne? Oh, nee, läuft nicht. Oh Gott, wo fahr ich denn hin, ey? Nein! Oh nee, jetzt sagt mir bitte nicht, ich hab mich festgefahren. Oh, da käme einer Rest, ey. Da haben wir jetzt einen Murks gemacht. Nee, 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 nee. Lass mich raten, ich habe keinen Windenpunkt, ne? Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Warte mal. Nein! Kommen wir wieder raus. Ja, da bewegt sich was. Es bewegt sich was. Ah, jetzt auch nicht mehr, oder? Komm, da ja doch, da bewegt sich was. Ich sehe da was. Ah, ganz miese Nummer, ne? Habe ich jetzt nicht aufgepasst, ey. Scheiße. Immer schön hin und her lenken. Dann kommen wir da schon irgendwie wieder raus. Mist. Ich hätte besser doch auf hell gestellt, ne? Hätte ich wahrscheinlich was gesehen. Jawohl, da sind wir. Ja genau, so will ich das sehen. Sehr gut. So, warte mal, jetzt muss ich mal ein Stück hier rüberfahren. Ja. Ja, so wird ein Schuh draus. Perfekt. So will ich das sehen. Boah, im Dunkeln ist auch nochmal eine ganz andere Ausnummer hier, ne? Ist ja nichts.
Aber gut, hat ja funktioniert, ne? Kommt ja echt vor wie bei den Ice Road Truckern. So, warte mal, wo ist denn jetzt hier der Punkt, wo ich hier jetzt rein muss? Hier. Zack, da lang. Da lang und dann fahren wir einfach wieder einmal rum. Passt. Einmal wieder dich nicht stehen. Na komm, kämpf dich hier durch. Alter Schwede, hier schon wieder mockig ohne Ende. Aber läuft. Aber besser ist ja nicht meist da vorne gerade. Und ich sehe gerade, wir sind ja auch wieder übelst mit der Zeit drüber. Ups. Na ja, gut, passiert schon mal. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier ein Folgenende und bauen die Brücken da in der nächsten Folge auf. Dann haben wir das nämlich auch schon am Start. Und ja. Brauche ich mich auch weniger aufregen oder so. Ich glaube, hier brauche ich mich jetzt sowieso nicht mehr aufregen. Hoffe ich zumindest mal auf dem letzten Stück. Und ja, der Rest wird sich dann zeigen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, jegliche Tipps, Tricks und Ratschläge und Aufmunterungsworte und wie auch immer, immer in die Kommentare. Ihr wisst, wie es geht. Bewertung raushauen und gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr dabei bleiben wollt, was mich freuen würde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.